so arbeiten, wie ich will, denn mein Leben ist zu kurz für den falschen Job. Ich will, dass die ältere Generation die jüngere Generation in der Arbeitswelt besser versteht und umgekehrt auch, dass die Jungen die Älteren besser verstehen. Heutzutage stehen einem alle Türen offen, man muss nur den Mut haben und den Arsch hochbekommen. Ich will, dass die unsichtbare und unentlohnte Arbeit, die vor allem von Frauen erledigt wird, anerkannt und bezahlt wird, wie beispielsweise das Pflegen von Großeltern. Ich will eine Gesellschaft, in der Arbeiten vor allem deshalb gemacht werden, weil sie sinnvoll sind und nicht, weil sie ein hohes Gehalt oder gute Karriereaussichten versprechen. Johannes Schneeweiß ist 32 Jahre alt, hat einen Uni-Abschluss und lebt in einem Bauwagen. Große Karriere und viel Geld bedeuten ihm nichts. Er lebt von 800 Euro im Monat und arbeitet nur etwa 20 Stunden die Woche. Sein Zuhause hat er komplett selbst gebaut und das hat alles, was er so braucht. Da ist eigentlich alles, was so drin ist, im normalen Haus auch, bis auf ein Bad. Aber hier schlafe ich da hinten, da habe ich ein Sofa. Dann unter dem Bett sind meine ganzen Werkzeuge und zurzeit auch noch meine Kleider in diesen beiden Trainingstaschen. Und hier frühstücke ich, wenn ich nicht draußen sitze im Sommer. Das ist für mich auf jeden Fall ziemlicher Luxus. Also da habe ich mir schon auf jeden Fall einen Luxus, einen Traum so ein bisschen verwirklicht. Und wie viele Leute sind wir jetzt im Büro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jona und Thomas kommen auch noch, also ja. 11. Ungefähr für 11 Leute. Charlotte Hitzfelder und Johannes Schneeweiß. Sie bestimmen selbst, wie viel sie arbeiten. Oft nur 20 Stunden die Woche. Karriere ist ihnen nicht wichtig. Für sie muss ihr Job Sinn machen. Aber mit Sud koche ich nämlich nie. Echt? Das musst du machen. Jeden Mittag kochen und gemeinsam essen. Ist im Konzeptwerk in Leipzig, wo beide arbeiten, normal. Ein bisschen wie zu Hause. Ist es denn Arbeitszeit jetzt schon? Ja, also ich sehe diese Arbeit auf jeden Fall. Also das ist Einkaufen und so, das ist halt Reproduktionsarbeit, ne? Und das ist genauso Arbeitszeit. Ja. Ja. Warum kochen wir für alle? Gute Frage. Das war von Anfang an so. Ehrlich gesagt habe ich mir die Frage nie gestellt. Wir betrachten das vor allem auch als Teil unserer ganz normalen Arbeit, dass wir uns versorgen. Mhm. Da war dann, das ist so ein Hochprojekt. Es ist halt voll schön, einfach auch sich diese Arbeit auch so zu teilen und irgendwie für alle zu kochen. Und dann sitzt man alle zusammen an einem Tisch oder sitzt halt, isst man irgendwie zusammen. Also manchmal so ein Gemeinschaftsgefühl. Nee. So. Ja, den Knofi können wir jetzt rein. Ja. Kann ich machen. Gemeinschaftsgefühl. Das ist mit das Wichtigste in Ihrem Unternehmen. Das ist so gut, das Olivenöl. Na dann. Light set. Yes. Wundervoll. Das Essen ist fertig. Vor 4 Jahren haben die ehemaligen Heidelberger Studenten das Konzeptwerk Neue Ökonomie gegründet. Heute haben sie ihr Büro in Leipzig und 15 Mitarbeiter. Wer hier mitarbeiten will, muss ins Team passen. Denn Arbeit ist hier auch Freundschaft. Wenn es jemand nicht gut geht, wird die Arbeit nebensächlich. Man kann auch mal eine Woche lang Pause machen. Einfach so, ohne Krankenschein oder Urlaubstage einzureichen. Dann übernehmen die anderen die Arbeit. Johannes hat das Konzeptwerk Neue Ökonomie mitbegründet. Im Büro sitzt er nicht so gerne, aber manchmal geht es nicht anders. Dort entwickelt er dann mit den anderen Konzepte für eine nachhaltige und soziale Wirtschaft. Und macht zum Beispiel Projekttage, an denen er mit Schülern auf einen Acker geht und zeigt, wie Gemüse gesund angebaut wird.
Die Gruppe verzichtet komplett auf Hierarchien und damit auch auf einen Chef. Entscheidungen werden immer gemeinsam getroffen. Wir diskutieren normalerweise die Sachen so lang, bis alle keine schwerwiegenden Einwände mehr haben. Und sonst dauert das eventuell. Aber ich glaube auch, dass oft Entscheidungen in vielen Unternehmen oder auch in der Gesellschaft so getroffen werden, weil wir sehr wenig Zeit haben und das schnell gehen muss. Und wir nehmen uns manchmal sehr viel Zeit für bestimmte Themen, aber das hat seine Gründe. Und sie entscheiden auch gemeinsam, wer wie viel Geld bekommt. Im Konzeptwerk wird nicht nach Stunden bezahlt, sondern danach, wie viel Geld jeder gerade braucht. Wir entscheiden halt selber darüber, wie viel wir arbeiten, wie viele Stunden die Woche wir arbeiten. Wir entscheiden selber darüber, wie viel Geld wir verdienen. Und wir verdienen auch unterschiedlich viel Geld. Und das ist nicht unbedingt gekoppelt an die Arbeitszeit. Und das verhandeln wir aber untereinander. So, und da kann jeder einbringen, wie viel brauche ich denn? Und die anderen beschließen das mit. Über alles wird viel diskutiert, auch übers Geld. Und es gibt immer welche, die mehr arbeiten als andere. Oder sich öfters durchsetzen. Die Leipziger haben eine ganz eigene Methode, das zu lösen. Wird auch Tacheles geredet. Ja, es gibt auch Konflikte, aber dann gibt es auch Zeichen, um die miteinander zu klären. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, der Person eine Schnapspraline auf den Schreibtisch zu legen und dann wissen beide Bescheid, okay, wir müssen mal spazieren gehen und darüber reden, wie es uns gerade miteinander geht. Ob eine Schnapspraline immer reicht, um Probleme zu lösen? Muss man wirklich immer alles ausdiskutieren? Philipp Vogel und Leonidas Lazaridis. Beide haben einen Uni-Abschluss, haben sich gegen das Büro entschieden und für das Abenteuer Bierbrauen. Natürlich Sex hat er nicht lassen. Ihr Bier ist gebraut. Schmeckt's denn? Passt. Bereit zur Abfüllung. Kann man trinken. Schmeckt natürlich auch sehr lecker. Also wir haben jetzt gerade eben noch mal überprüft, ob alles passt für die Abfüllung. Also eben, ist es lang genug gereift, passt der CO2-Gehalt, die Hefe hat sich gut genug abgesetzt und so weiter. Das sind alles Sachen, die muss man dann eben vor der Abfüllung noch mal überprüfen. Oder dann könnte man noch mal sagen, so, nee, das Bier braucht noch mal eine Woche, es braucht noch mal 2 Wochen. Zum Bierbrauen kamen Philipp und Leon während ihrer Abschlussarbeit für die Uni. Wir waren beides jetzt keine klassischen Biertrinker, die leidenschaftlich gerne Bier getrunken haben und sich gedacht haben, oh, jetzt machen wir mal ein eigenes Bier, sondern wirklich, es ist alles aus unserer Abschlussarbeit auch gewachsen und wir sind wirklich jeden Tag ein Stück mehr zum Bierliebhaber geworden. Um ihr Bier abfüllen zu lassen, haben sie diese kleine Abfüllanlage in Bayern gemietet. Da kostet jede Stunde viel Geld. Geld, das sie sich selbst zusammengespart haben. Für ihre eigene Biermarke. Es ist uns auch wichtig, dass es unser Produkt ist und unser eigenes Bier und so weiter. Das würde anders eigentlich gar nicht gehen, dass da jetzt irgendwas gemacht wird und wir wüssten nicht, was da gemacht wird. Oder das wäre nicht so, wie wir das jetzt gerne hätten. Deswegen sind sie bei jedem Schritt dabei. Wir könnten den ganzen Tag besoffen sein, aber man trinkt dann gar nicht so viel. Also mir passiert es oft, dass ich zu Hause bin und dann hätte ich mal Lust auf ein Bier, dann steht im eigenen Kühlschrank keins. Also man hat dann in der Trinkhalle, im Lager, überall steht Bier rum und man verkauft den ganzen Tag Bier und kaltes Bier und hat es in der Hand. Aber wenn man dann abends nach Hause kommt, ist im Kühlschrank kein eigenes Bier zu finden. Bierbrauen klingt gut, ist aber nicht nur Spaß. Man muss halt wirklich auch Verantwortung übernehmen und man kann dann nicht an einem Tag sagen, wenn man irgendwie keine Lust hat, so, jetzt ist es mir egal, sondern man muss wirklich dahinter sein. Aber der eigene Ansporn eigentlich, dass es auch wirklich 100% alles klappt, lässt einem da auch gar keine Zweifel aufkommen. Die Entscheidung nach der Uni gegen einen sicheren Job in einer Firma bedeutet für beide jeden Tag ein hohes finanzielles Risiko. 10.000 Flaschen Eulchenbier sind abgefüllt und müssen jetzt verkauft werden. Doch will das überhaupt jemand? Dafür arbeiten beide momentan viel. Nee, Feierabend ist noch nicht ganz. Ich glaube, wir sind noch ein paar Stunden beschäftigt heute. Ja, das war der erste Part für heute auf jeden Fall.
Jetzt müssen sie ihr Bier verkaufen. In einem alten Kiosk in Mainz. Der stand jahrelang leer und war völlig runtergekommen. Philipp und Leon haben ihn komplett renoviert. Jetzt sollen Leute hierher kommen und ihr Bier kaufen. Auf einmal ruft mein Chef von hinten: Frau Burkhardt, bitte den Handlauf benutzen. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was ein Handlauf ist. Ich wusste es damals nicht, drehte mich um und sah, wie meine Arbeitskollegen wie eine Entenfamilie hintereinander aufgereiht die Treppe runtergingen und sich an diesem Handlauf festhielten. Und weil das so dämlich aussah, fing ich an zu lachen und meinte, mit neuen Kollegen kann man Blödsinn wie sowas noch machen, nur es lachte keiner mit. Steffi Burkhardt hat eine Mission. Sie will die Arbeitswelt ändern. Egal wie groß das Unternehmen, egal wie groß die Tradition. Die Bremser müssen weg. Steffi Burkhardt hat gleich ein Seminar mit Führungskräften. Sie hat sich was ausgedacht, um Jung und Alt zusammenzubringen. Ich würde mir wünschen, dass diese Tische so verteilt sind, dass wir an jedem Tisch auch eine schöne Generationenvariation haben. Das heißt also, hier an dem Tisch würde ich mir... Von euch bräuchte ich auch dann gleich noch einen Tischsprecher, dann, dass jemand immer was sagt, ja? Und nicht alle, sondern immer einer von eurem Tisch. Ja, bei so einer großen Gruppe geht's. Nee, ich habe ja nur gesagt, wir brauchen, ihr müsst selbst entscheiden. Genau diese Fähigkeit. Der Altherrentisch vom Anfang hat nun eine junge Frau bekommen. Sie protokolliert, was die Herren sagen. Ist das das, was Steffi Burkhardt will? Dass man das dann, diese Schwächen bekommt. Sie erklärt, wie junge Leute ticken. Und das machen junge Leute sehr gerne. Die kommen nämlich in die Arbeitswelt und die agieren auf Augenhöhe. Das ist egal, ob sie jetzt vielleicht schon ganz viele Jahre länger im Unternehmen sind und sind eine bestimmte Führungskraft. Wenn wir uns austauschen, respektvoll, aber auf Augenhöhe. Und dann wollen wir auch konstruktiv unsere eigene Meinung einbringen. Und es kann durchaus als Führungskraft sich vielleicht mal schmerzhaft anhören. Wenn so ein junger Mensch dann sagt, ich finde es aber keine gute Idee, warum machen wir das jetzt so? Ich gebe euch noch circa 3 Minuten. Dann wird Steffi sagen, weiß, dass es schwierig ist, besonders für die Älteren auf die Jungen zu hören. Oder ihnen Verantwortung abzugeben. Ich bin natürlich verhältnismäßig noch jung. Und die sind natürlich alle schon gestandene Führungskräfte. Und sie weiß genau, wie sie ihren Vortrag am besten aufbaut. Wenn ich das, glaube ich, genauso sage, dass ich jetzt verschiedene Impulse dabei habe und verschiedene Ideen, dann kommt es anders rüber, wenn ich sage, sie müssen das so machen. Dann sagen die natürlich, ja, was willst du uns eigentlich sagen, du kleiner Hüpfer? Steffi hat eine Mission. Wird sie es schaffen, den älteren Geschäftsleuten beizubringen, wie junge ticken und was sie wollen? Denn die junge Generation hat ihre ganz eigenen Wünsche an die Arbeit. Ihre Werte verschieben sich. Ein hohes Gehalt und Sicherheit stehen nicht an erster Stelle. Sie wollen lieber eine Arbeit, die Sinn macht. Außerdem wollen sie mitreden. Und das auf Augenhöhe. Auch mit dem Chef. Beim Klimacamp in Erkelenz haben Johannes und Charlotte viel Platz zum Mitreden. Sie entwickeln Strategien gegen den Klimawandel und planen Demonstrationen. Achtung, Achtung, eine neue Ansage. Jetzt um 16 Uhr, there will be a second welcome plenary. Dann fangen wir als kleine Auflockerung, bevor wir irgendwie wieder nachdenken müssen und Aufgaben verteilen oder wie auch immer, mit einem ganz kleinen Energizer an. Charlotte ist für die Abläufe im Camp zuständig, hat ein offenes Ohr für Probleme. Ihre Gruppe trifft sich täglich. Wenn man die Bewegung falsch macht, dann ist man die Person, die als nächstes in der Mitte steht und die Leute dann. Der Spaß darf bei der Arbeit nicht fehlen. Sie wissen als Gruppe, eine gute Stimmung ist wichtig für ihre gemeinsame Arbeit.
was machen wir heute überhaupt? Erstmal so kurz mal in die Runde werfen, was irgendwie auch ein Bedürfnis auch gibt, irgendwie über was zu sprechen. Wir können uns mal überlegen, ob wir einen Weg finden, vielleicht auch Aufgaben besser abgeben zu können. Charlotte leitet die Runde. Entscheidungen werden auch hier nur gemeinsam getroffen. Nicht einfach. Die Tage im Camp sind lang. Bis in den Abend wird oft diskutiert und organisiert. Das dauert. Spannenderweise rechne ich gar nicht nach Stundensatz. So. Also die Vorstellung, das jetzt auszurechnen, so das, was ich dafür bekomme und das, die Stunden irgendwie aufzuschreiben, ich glaube, das wäre dann total die Logik, ne? Wie viel bekomme ich in der Stunde? So. Und das versuche ich irgendwie auch zu vermeiden, weil irgendwie bin ich dann auch mit Herz dabei und ich bin überzeugt und das ist irgendwie auch mein Lohn, wenn man das so sehen will. Ja. Schreibt, wie viel noch frei sind, oder? Viel Geld verdient sie dabei nicht. Die sollen halt dann zu den Kursleiterinnen gehen und fragen, ob es okay ist. Ja, genau. Also, okay, dann haben wir es natürlich auch aktualisiert. Ja. Cool. Und kannst du den Leuten... Also ich würde sagen, warum ich das Ganze mache, ist natürlich, weil ich irgendwie da großen Idealismus irgendwie habe. Es geht, irgendwie steht das Geld jetzt irgendwie nicht so im Vordergrund. Natürlich brauche ich irgendwie Geld, um zu überleben und um meine Miete zu zahlen und essen und so weiter und so fort. Aber irgendwie das, was ich... Das Nicht-Materielle, was ich daraus ziehe, sind irgendwie dann freundschaftliche Bekanntschaften, tolle Erlebnisse. Beide brauchen nicht viel zum Leben. Charlotte trägt Secondhand-Kleidung. Johannes macht ganz vieles selbst und spart so Geld. Ich kriege aus diesem 3-Tages-Job eigentlich genug Geld, um so um die Runden zu kommen und mache eben auch in der anderen Zeit dann viele Dinge, für die man sonst eben Geld bräuchte, halt selber. Also... Fahrrad reparieren lasse ich nicht reparieren, sondern mache ich selber. Zum Beispiel. Im Ruhezelt machen Charlotte und Johannes eine kleine Pause. Oh. Ja. Kurz eine kleine Insel der Ruhe irgendwie genießen. Ja, du wusstest ja die ganze Zeit rum, gell? Mhm. Nichts hören und nichts sehen. Einfach nur da liegen. Das brauchen die beiden nach den letzten Tagen im Camp. Insgesamt bin ich 3 Wochen hier. Das ist anstrengend so und das kommt man auch an seine Grenzen, aber es ist super wichtig in diesem Team. Oder ich weiß ja, ich bin in einem guten Team und habe tolle Menschen, neue Menschen um mich herum, dass ich da auch aufgefangen werde, so wie jetzt, wo ich hier den Luxus genieße, dass Johannes einfach irgendwie da ist und sagt, komm mal raus und lass mal irgendwie 20 Minuten wohin gehen. Selbstbestimmtes Arbeiten ist schön. Aber wer niemanden hat, der auch mal sagt, wann Feierabend ist, übertreibt schnell. Jedem, dem das freigestellt ist, der keine geregelten Arbeitsablauf hat, fällt es schwer und er hat wahrscheinlich irgendwann mal eine Zeit, wo er das übertreibt und zu viel arbeitet. Und das hatte ich und deshalb habe ich mich dafür entschieden, auf Dauer eigentlich nur noch 20 Stunden dieser Erwerbsarbeit nachzugehen, in der ich vor allem im Büro sitze und vom Computer sitze und Besprechungen habe und ansonsten andere Dinge mache, die mir mehr Energie geben. Das ist wild, gell? Energie geben Johannes auch Kinder. Aber mit der gibt's auch, die ist ja größer. Auf dem Camp ist das Bastelzelt ein Teil seines Jobs. Ja, okay. Seine ruhige Art kommt bei den Kleinen gut an. Genau, und jetzt fasse ich um deine Hand. Eigene Kinder will er auch mal haben. Aber würde sein 800-Euro-Gehalt dafür überhaupt reichen? Magst du selber mal? Ganz ehrlich gesagt mache ich mir sehr wenig Gedanken drüber, weil ich glaube nicht, dass es Geld ist, was Kinder brauchen, sondern eher Zeit. Und deshalb habe ich da weder für mich noch für eine zukünftige Familie, habe ich da Zukunftsängste. Ich habe eher auch die Erfahrung gemacht, dass ich eigentlich, wenn ich Geld verdienen kann, normalerweise das überall schnell machen kann. Aber eigentlich habe ich nie groß Geldsorgen gehabt, weil ich auch sehr wenig ausgebe. Guck mal. Ist das eine 8? Überall pink. Auf allen Seiten kommt der Nagel wieder raus, siehst du? Ja. Magst du versuchen, selber weiterzuhebeln? Claire Bamberg. Sie ist Ärztin, will aber auch Mutter sein. Dafür braucht sie geregelte Arbeitszeiten. Doch wie soll das gehen im OP? Ihr Kampf gegen das Vorurteil, Arzt musst du immer sein. Ihr Tag im Universitätsklinikum in Tübingen beginnt früh.
Deshalb musste heute ihr Mann Tochter Sophie in den Kindergarten bringen. Die Zeit ist knapp. Da heißt es schnell raus aus den Klamotten und rein in die sterile Kleidung. Schließlich muss sie pünktlich in den OP kommen. Da warten heute zwei Leberoperationen auf sie. Als Anästhesistin bereitet sie den ersten Patienten auf die OP vor. Sie beruhigt und erklärt nochmal, was gleich passieren wird. Der Vorteil ihres Jobs ist, dass sie den Patienten nur im OP sieht. Auf der Station machen das andere Kollegen. Dadurch ist der Feierabend in der Anästhesie gut planbar. Hat sie sich deswegen dafür entschieden? Unter anderem schon, ja. Natürlich war da auch an sich ein Interesse an dem Fach da. Ja. Man kann da in vielen Situationen den Menschen einfach helfen. Und es ist auch toll, einen Patienten durch die OP zu begleiten und das alles möglichst schonend zu machen. Ja. Im OP steht sie immer nah am Patienten. Schaut, dass die Werte stimmen und alles okay ist. Jede Sekunde muss sie da sein, wachsam sein. Normalerweise arbeitet sie 8 bis 10 Stunden am Tag und das auch am Wochenende. Damit sie im OP so konzentriert sein kann, braucht sie Pausen. 24 Stunden am Tag, das ist hart. Ich glaube, das schafft man nicht. Das ist einfach zu belastend. Man trägt ja schon eine große Verantwortung die ganze Zeit. Und das schafft man nicht 24 Stunden am Stück. Claire Bambergs Chef hat noch ganz andere Zeiten miterlebt. Wir haben damals, als ich angefangen habe, im Prinzip gearbeitet, so lange, bis die Arbeit getan war, und sind dann spät abends nach Hause gegangen. Das war normal und das war Standard. Chefarzt Peter Rosenberger kann trotzdem verstehen, dass junge Ärzte wie Claire Bamberg das nicht mehr wollen. Ewig lange Schichten, kein Feierabend, keine Mittagspause. Doch wie geht es anders in einer Klinik, wenn es nicht mehr Personal gibt als früher? Große Unternehmen müssen sich attraktiv machen für junge Arbeitskräfte. Bosch zum Beispiel bietet über 100 verschiedene Arbeitsmodelle an und hat einen neuen Standort gebaut, den Forschungscampus in Renningen. Heidi Stock ist die Expertin für Arbeitskultur bei Bosch. Heute schaut sie sich zum ersten Mal den neuen Campus an. Wir ermöglichen hier Arbeiten, wo immer Sie arbeiten wollen. Das heißt im Eingangsbereich, draußen auf dem Campus. Wir haben auch draußen Kommunikationszonen im Freien. Aber wir haben auch die Büros hier vollkommen anders gestaltet, als das früher üblich war bei Bosch. Zum Beispiel die sogenannte Plattform 12. Möbel haben Rollen. Nichts ist fest. Auch Heidi Stock muss sich erst an den Raum gewöhnen und erkundigt sich bei der Raumplanerin. Wenn man das auf den ersten Blick sieht, erstmal, wo kommt das alles her? Ist das von der Bühne oder Requisiten richtig oder sonst viele irgendwas? Finden auch, und was hat das dann auch zu tun, ja, mit wirklicher Forschung für Technik? Die verrückte Einrichtung soll noch kreativer machen, lernt Heidi Stock. Die Mitarbeiter können hier völlig frei ihre Ideen entwickeln. Da gibt es den Ideenraum, den Ruheraum und überall Ecken, um sich zurückzuziehen. Auch in den Arbeitszeiten ist Bosch flexibler geworden. Mitarbeiter können sich Jobs teilen, von zu Hause aus arbeiten oder auch mal zwischendrin Pause machen. Ja, dann gehen wir doch mal weiter. Das Ergebnis zählt und nicht, wie lange man da ist. Die Umstellung war nötig. Es ist wirklich interessant, wie sich in den letzten Jahren das verändert hat, dass die jungen Bewerber wirklich auch konkret nach flexiblen Arbeitsmöglichkeiten fragen oder danach fragen, wie hierarchisch ist denn der Bosch? Ist das noch so, wie man sich das vorstellt, oder können wir auch einfach miteinander kommunizieren? Mit wem komme ich da in Kontakt? Und das zeigt uns als Unternehmen natürlich, dass wir uns in der Hinsicht auch weiterentwickeln müssen. Deutschland hat ein Problem. Schon jetzt bleiben viele Arbeitsplätze unbesetzt.
Laut Prognose der Arbeitsagentur gibt es im Jahr 2025 rund 6,5 Millionen Menschen weniger auf dem Arbeitsmarkt als jetzt. Zurück zu Philipp und Leon. An der Trinkhalle ist immer noch nichts los. Die beiden warten auf den ersten Kunden. Natürlich würde man sich jetzt wünschen, wenn Leute da wären, aber das gehört halt auch dazu. Ja, heute ist ein wirklich ruhiger Tag, die gibt es auch, aber es ist schon ein bisschen komisch. Wir warten. Während sie warten, erledigen sie lästigen Schreibkram. Dann wird die Bude zum Büro. Und was, wenn weiterhin keine Kunden kommen? Also wenn es jetzt nicht funktionieren würde, haben wir uns auch schon gedacht, dann ist zwar das ganze Geld weg, klar. Aber man hat auf jeden Fall was dazugelernt. Und wir haben uns immer so ein Stück weit gedacht, wir haben dann auf jeden Fall einen Haufen Bier. Wie gut kann man denn derzeit oder können Sie schon derzeit davon leben? Nee, bisher können wir nicht davon leben. Also das muss schon alles noch ein bisschen größer werden, ein bisschen wachsen. Und es sind ja auch viele Sachen, die man irgendwie am Anfang investiert, weil man hatte ja nichts eigentlich. Wir hatten keinen Kühlschrank, wir hatten keinen Lieferwagen, wir hatten keinen Hubwagen, wir hatten kein Lager, gar nichts. Ein Auto, oder? Zwei. Genau, drei. Sehr schön. Hallo. Hallo. Endlich, die zweite Käuferin kommt. Lieber ein Weißbier oder lieber ein Märzen? Noch kennt kaum einer die Trinkhalle, aber die Miete muss bezahlt werden. Weder die Bank noch die Eltern finanzieren sie. Ach, danke schön. Ciao. Ciao. Sie müssen einfach mehr Bier verkaufen. Heute sind sie bei Britt, in ihrem Laden Britts Cuisine. Hallo. Hallo. Wir sind vom Eulchenbier. Wir wollten dir mal was vorbeibringen. Ja, cool. Ich bin die Britt. Hi. Hi, Philipp. Schön, Leo, dass es so spontan geklappt hat. Hi. Wir haben dir auch gleich noch zwei Bier mitgebracht. Ja, cool, die sehen ja schick aus. Das ist unsere neue Sorte, das Weißbier. Das haben wir erst seit ein paar Wochen in der Flasche. Ach, cool. Passt das gerade oder können wir uns gerade einen Moment hinsetzen? Ja. Also das Weißbier ist eben ein relativ leichtes Bier, also nicht wie ein klassisches Weißbier, sondern ein ganz leichtes Weißbier und ist eben dann nochmal Hopfen gestopft. Also sprich, ins fertige Bier ist nochmal Hopfen drin. Okay. Und dadurch, also mal reinriechen, ist eben ganz fruchtig, hat so Zitrusnoten, das kommt eben durch den Hopfen. Britt ist eigentlich keine Biertrinkerin und noch etwas skeptisch. Schließlich kostet das Bier 3 €. Die persönliche Akquise von uns beiden ist wirklich super wichtig. Kann man eigentlich nur selbst machen. Also man kann das schwer irgendwie abgeben oder das Bier einfach irgendwo hinstellen in den Markt oder sonst was. Und wir müssen wirklich rumlaufen und sagen, so hier, wir zwei machen das Produkt. Britt kauft zwar, es reicht aber noch lange nicht. Philipp und Leon haben eine Idee, wie sie noch mehr Bier verkaufen. Mitten auf dem Mainzer Schlossplatz organisieren sie ein Bierfest. Auch hier machen sie wieder alles selbst. Das Fest muss gut laufen, denn sie haben viel Geld investiert. Noch ist keiner da. Wird das Fest ein Erfolg? Ja, Steffi Burkhardts Mission geht weiter. Mit einem Vortrag für Führungskräfte. Die will sie überzeugen, dass Arbeiten heute anders geht. Verantwortungsdelegation. Und dann steht da so eine kleine Steffi auf der Bühne und dann hast du solche erfahrene Leute. Das ist schon immer spannend. Die 29-Jährige hat einen vollen Terminkalender. Große Unternehmen fragen Steffi Burkhardt an, zum Beispiel Daimler oder heute die Kassenärztliche Vereinigung. In ihrem Vortrag sagt sie deutlich, was die jungen Mitarbeiter an den älteren Chefs stört. Im Umkehrschluss ist es aber auch für meine Generation durchaus anstrengend, schwierig und nervig, mit Führungskräften zusammenzuarbeiten, die meinen, immer Recht haben zu müssen, die aufgrund ihres heranwachsenden Alters irgendwo die Risikobereitschaft und den Mut auch irgendwo verlieren und auch Führungskräfte, die sich schwer damit tun, meiner Generation auch irgendwo mal ein bisschen Verantwortung abzugeben. Ich weiß nicht, ob jemand Ihnen schon gesagt hat, Sie haben einen Schreibfehler da. Echt?
Das ewige Überzeugen ist anstrengend. Ja, ich bin auch dann natürlich fertig. Also bin dann auch froh, wenn es zu Ende ist. Weil das ist halt natürlich schon anstrengend, wenn man dann die ganze Zeit online ist, wenn man einen Vortrag macht. Dann sind noch Pausen, dann muss man wieder hochfahren, muss man eine Gruppe dabei halten, 40 Leute. Ne? Zu Hause in Köln kann sich Steffi Burkhardt ihre Zeit frei einteilen. Ich versuche halt, Arbeit und Freizeit so miteinander zu verknüpfen. Ich arbeite verhältnismäßig viel, ich arbeite auch manchmal 7 Tage die Woche was. Aber wenn ich keinen Bock habe, dann sage ich, dann mache ich jetzt halt mal schon ein paar Stunden nichts, kommt auch mal vor. Im Moment arbeitet Steffi Burkhardt aber ziemlich viel. Ihr neues Buch muss fertig werden. Gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin Laura sucht sie heute die Bilder dafür aus. Das Buch ist über die junge Generation und die Arbeitswelt. Es ist schon ihr zweites Buch zu diesem Thema. Ich kann ja meine Mama mal fragen, ob die. 60-Stunden-Wochen gehören für Steffi Burkhardt dazu. Wann sie aber arbeitet, bestimmt sie selbst. Am liebsten zu Hause. Weiter geht es am Computer, Feinschliff am Buch. Anrufe nimmt sie dann nicht an, weil sie nicht unterbrochen werden will. Na, es gibt ja Leute, die sagen, man muss rund um die Uhr immer telefonisch erreichbar sein und vor allem auch auf dem Job, dass man irgendwie, wenn man 8 Stunden im Büro ist, jetzt 8 Stunden immer erreichbar ist, mache ich nicht. Also ich sammle auch einfach mal einen halben Tag die ganzen Anrufe auf meiner Mailbox und dann antworte ich halt danach. Und seit ich das mache, finde ich, bin ich eigentlich auch viel konzentrierter und produktiver am Arbeiten und renne nicht immer allen Leuten hinterher, die irgendwie was von mir wollen. Ne? Anders arbeiten heißt für Steffi auch keine Hosenanzüge. Sie trägt am liebsten Jogginghose, auch im Büro. In meinem alten Job, da durfte ich das ja nicht. Da wurde mir dann auch schon mal gesagt, wenn ich ein Loch in der Hose hatte, von wegen, Frau Burkhardt, das nächste Mal bitte irgendwie in einer anderen Hose. Oder da war halt klar, in so einem großen Konzern, wo die immer alle mit ihrem Anzug rumlaufen, muss man als Dame ja auch entsprechend immer schick. Und dann saß ich auf dem Stuhl und immer so irgendwie so total steif und dachte, oh, wie soll ich jetzt hier konzentriert irgendwie arbeiten? Und ich brauche das halt irgendwie, mich da so hinzusetzen und habe dann alles so um mich rum und meinen eigenen Schreibtisch und mit einer schönen Atmosphäre. Und dann fühle ich mich wohl und dann kann ich auch gut arbeiten. Steffi arbeitet auch ein paar Stunden in der Woche im Büro, bei Gedankentanken, einem Unternehmen in Köln, das Konzepte für Führungskräfte entwickelt. Dort gibt es viele Freiheiten für die Mitarbeiter, keine festen Arbeitszeiten. Doch nicht jeder kann so arbeiten. Also das ist ganz wichtig, wenn wir halt merken, es gibt Leute im Büro, die mit so viel Freiraum nicht umgehen können. Dann werden die natürlich ein bisschen mehr an die Hand genommen, ein bisschen mehr Struktur denen gegeben. Und dafür sind die aber auch dankbar. Steffi Burkhardt aber liebt und braucht das freie Arbeiten. Dafür hat sie ihren alten, sicheren Job in einem großen Unternehmen aufgegeben. Und für ihre jetzige Freiheit gekämpft. Ich habe es mir auch hart erarbeitet. Man muss echt den Hintern hochkriegen und was aus sich machen. Und auch immer wieder aus Niederlagen lernen. Und am Ball bleiben. Ich glaube, jeder hat sein Leben selbst in der Hand. Oder ist es nicht so? Die Pause ist vorbei. Claire Bamberg hat jetzt noch 2 Stunden OP vor sich. Dann muss sie gehen, wenn sie pünktlich ihr Kind abholen will. Sie will eben nicht nur Ärztin sein, sondern auch Mutter. Im Universitätsklinikum Tübingen hat man sich darauf eingestellt. Hier weiß man, wenn man nicht die Arbeitszeiten für junge Ärzte flexibler macht, bleiben die Bewerber aus. Junge Menschen wollen eben Planbarkeit, die wollen fest definierten Freiraum, fest definierte Ziele, auf die sie irgendwo auch privat hinarbeiten, eben nicht nur beruflich, so wie das früher war. Früher stand der Beruf ja im Vordergrund. Unsere Gesellschaft hat sich ja auch zu einer Freizeitgesellschaft gewandelt. Und da ist es natürlich extrem wichtig, dass wir diese Anstrengungen machen. Er ist voll verkabelt, eine es ist kurz vor 16 Uhr. Claire Bamberg erklärt dem Kollegen, wie die OP gelaufen ist. Er wird sie jetzt ablösen. Für sie ist der Arbeitstag dann vorbei. Ja? Gut, dann bis später.
den Preis bezahlen die Oberärzte, also die Älteren oder längerfristig hier arbeiten, die haben doch ein höheres Überstundenkonto und versuchen das dann letztendlich zu kompensieren. In der Hinsicht wäre natürlich etwas mehr Personal wünschenswert. Dieses Personal fehlt. Und deswegen hat die Stationsleiterin große Probleme, den Dienstplan zu machen. Und wenn dann noch was passiert? Ein bisschen aufwendig, weil die hat ja ECLS und die ist nicht ganz stabil. Das heißt, da braucht man Erfahrenes. Problem ist, dass Frau Pascali nur ihr Kind ist krank. Das heißt, wir haben da keinen Erfahren, die muss heim. Die muss das Kind aus der Kita abholen. Aber finden Sie das denn fair, dass die Oberärzte dafür herhalten müssen, dass die Jungen früher gehen können? Das ist eine schwierige Frage. Jein. Ich sag mal jein. Man ist letztendlich dem Patienten gegenüber als erstes verantwortlich. Man kann ihn nicht versorgt lassen. Aber diese Flexibilität, die wir bieten, oder die jungen vor allem die jüngeren Mitarbeiter, weil die natürlich Kinder bekommen und die auch betreuen müssen, haben wollen, die müssen ja irgendwo abgefangen werden. Ja? Diese unglaubliche Flexibilität, die kommt ja nicht irgendwo her. Es muss ein Gegengewicht dazu geben. Und die kommt eben dadurch, dass es öfters Leute gibt, die da organisatorisch einspringen oder die einspringen bei der Versorgung des Patienten. Das sind eben oft auch die Älteren. Claire Bamberg holt ihre Tochter Sophie vom Kindergarten ab. Sie ist der Grund, warum Claire Bamberg immer pünktlich gehen möchte, nicht gerne länger bleibt. Gehen wir nach Hause? Ja, gehen wir zum Auto? Holen wir die Schuhe? Ja. Weil die Kinder einfach noch so klein sind und ich mehr von der Familie haben möchte. Natürlich macht mir mein Beruf auch Spaß und der ist sehr erfüllend, aber gleichzeitig habe ich eben auch zwei Kinder. Claire Bamberg ist glücklich, dass sie Familie und Beruf zusammenbringen kann. Was für viele selbstverständlich ist, ein pünktlicher Feierabend, ist bei Ärzten noch lange nicht normal. Charlotte und Johannes. Sie wollen keine Karriere machen oder möglichst viel Geld verdienen, sondern Dinge tun, die für sie sinnvoll sind. Manchmal beginnt der Morgen nicht in ihrem Büro in Leipzig, sondern auf dem Acker. Kennst du Kürbis-Mango-Suppe? Kürbis-Mango-Suppe? Ja. Crazy. Gemischt mit Mango ist richtig cool. Ich habe auch gestern kurz überlegt, als wir im Laden waren, im Bioladen waren, ob wir eine Mango dazu kaufen. Gab's auch. Charlotte und Johannes arbeiten nur 20 Stunden pro Woche für ihre Firma Konzeptwerk Neue Ökonomie. In ihrer freien Zeit bauen sie Gemüse an. Gutchen. Dann bringe ich die mal zurück. Ja, bringst du eine neue Kiste mit? Es macht Spaß, es macht gute Laune. Ich habe Bewegung. Es ist irgendwie toll, noch irgendwie einen Ausgleich irgendwie mit der Natur irgendwie zu haben. Dafür bekommen sie kein Gehalt. Okay. Rabiate Ernterin. Da ist schon ganz schön was raus. Der Lohn dafür heute? Kürbisse. Charlotte und Johannes bewirtschaften den Acker gemeinsam mit anderen. Lohn, Kosten und die Arbeit werden geteilt. Die gehen jetzt nach Leipzig. Und es gibt verschiedene Verteilerstationen, wo dann die Menschen kommen, die eine Gemüsekiste irgendwie haben oder also bestellt haben und werden dann halt in Leipzig und Umland verteilt. So. Für beide ist das Arbeit, die Sinn macht. Das ist doch auch schön. Faul, auf der Haut liegt der ganze Tag und ist umfahren. Ich hab's so schwer geschafft, Charlotte. Zurück bei Johannes zu Hause, in seinem Bauwagen. Den hat er selbst gebaut. Johannes lebt von 800 Euro im Monat. An seinem Feierabend legt er nicht einfach die Beine hoch, sondern er repariert alte Handys für andere. Umsonst. Ihm ist es wichtig, dass nicht alles neu gekauft wird. Dass er damit und bei seiner eigentlichen Arbeit beim Konzeptwerk Neue Ökonomie nicht reich wird, ist ihm völlig klar. Nee, aber ich glaube, wie jemand, der reich werden will, der ist bei uns auch nicht richtig aufgehoben. Igersheim, ein kleines Dorf in der Nähe von Heilbronn. Charlotte besucht ihre Eltern. Die Mutter hat zur Feier des Tages 3 Kuchen gebacken. Hier ist Charlotte groß geworden. Ihr Vater arbeitet als Maler, ihre Mutter ist Verkäuferin.
Anna, die Schwester, arbeitet als Krankenpflegerin in Stuttgart, ganz in der Nähe ihrer Eltern. Kerzlein brennen also. Lasst euch schmecken, haut rein. Ja. Über Charlottes Lebensentwurf diskutieren sie immer wieder mal in der Familie. Ja, es gab schon Streitgespräche. Ich war nicht dabei, aber ja, von ja. Ja. Kann ich, weiß ich schon, was da war. Ach, ja. Also ich sehe das halt ein bisschen anders, aber... Könnte Charlotte mehr machen aus ihrem Studium Politikwissenschaften? Und wie reichen ihr die 800 Euro, die sie vom Konzeptwerk bekommt? Ja, ich habe schon gedacht, das hat sie so viel studiert und gemacht. Ja, es könnte sie sich eigentlich wirklich einen tollen Job suchen. Ja, aber sie will halt nicht. Und das akzeptiere ich einfach. Wenn sie sagt, sie will nicht, klar, von der Seite sage ich dann auch, das ist alles so vielleicht für die Katz gewesen. Ne? Aber... sie hat aber was in der Hand, sie kann was vorweisen von einer Seite. Sie kann ja immer wieder vielleicht auch später zurückgehen. Geld ist nicht alles, meine ich. Ne? Das ist eigentlich ja. Schon. Man kann damit weniger auskommen und sich wohlfühlen dabei und ein freieres Leben haben und ein schöneres Leben halt. Ja? Also ohne den großen Stress und, ja, und mit Kleinen kann man auch Freude haben dann. Ne? Naja. Ja, klar. Ich möchte nicht drauf verzichten. Ja, okay. Ich möchte in Urlaub fahren und mir auch mal schöne Dinge leisten, aber das ist halt meine Vorstellung vom Leben. Muss jeder selber wissen, wie er sein Leben gestalten möchte. Also, genau, ja. Ich möchte auf manche Dinge jetzt auch nicht verzichten. Also Beispiel. Für dich wäre so ein Leben wie Charlotte nichts? Weiß ich nicht. Habe ich nicht so drüber nachgedacht, aber eigentlich nicht, nee. Für Charlotte ist das aber der richtige Weg. Sie will so arbeiten und leben, auch wenn nicht immer alle verstehen, warum sie das macht. Das saßen wir nicht an dem Tisch. Mainz Schlossplatz. Der große Tag für Philipp und Leon. Heute ist ihr Bierfest. Sie haben wochenlang organisiert, vorbereitet und viel Geld investiert. Aber kriegen sie diesen großen Platz gefüllt? Das ist ihre große Angst. Und dann, kurz vor Festbeginn, sagt auch noch ihr DJ ab. Und dann passiert es halt doch, dass man die Musik organisiert hat vor ein paar Tagen schon, beziehungsweise vor Wochen. Und einen Tag vorher, beziehungsweise heute Morgen um 12, wegen Krankheit, hat unser Act abgesagt. Die ersten Gäste sind schon da, immerhin. Aber immer noch keine Musik. Erst in letzter Sekunde treibt Leon doch noch jemanden auf, DJ Schappi. Er hat eine Riesenanlage mitgebracht. Immer mehr Leute kommen. Die Sonne scheint, das Eulchenbier. Ein echter Hit. Das dritte Fass ist schon nach einer Stunde leer. Nach den vielen stressigen Monaten genießen Philipp und Leon ihren Erfolg. Der Platz ist voll. Die beiden Jungunternehmer spüren jetzt ganz genau, es kann funktionieren, ihr Ding zu machen. Der Traum vom Andersarbeiten. Selbstbestimmt und frei. Ja, es ist ein großer Platz und kommen dann wirklich tatsächlich, es müssen hunderte von Leute kommen und die sind alle gekommen. Und es ist, also den voll zu sehen, ist einfach klasse. Und umgekehrt, wenn er jetzt leer gewesen wäre, wäre es natürlich umso tragischer. Dann hätten wir, glaube ich, sehr betrübt hinter dem Stand gestanden und hätten unser eigenes Bier getrunken, auf jeden Fall. Ja. Ein Anfang ist geschafft. Die junge Generation sagt, wir wollen nicht unbedingt ein hohes Gehalt und Sicherheit. Wir wollen mitreden, auf Augenhöhe, ohne starre Hierarchien. Wir wollen flexibel arbeiten und fordern das auch ein. Arbeit ist nicht alles. Freie Zeit haben für Familie und Freunde oder etwas arbeiten, das der Gesellschaft etwas zurückgibt. Der Wertewandel, er hat längst begonnen. Fehlen. Sie wissen als Gruppe, eine gute Stimmung ist wichtig für ihre gemeinsame Arbeit. Was machen wir heute überhaupt? Erstmal so kurz mal in die Runde werfen, was irgendwie auch ein Bedürfnis auch gibt, irgendwie über was zu sprechen. Wir müssen uns mal überlegen, ob wir einen Weg finden, vielleicht auch Aufgaben besser abgeben zu können. Charlotte leitet die Runde. Entscheidungen werden auch hier nur gemeinsam getroffen. Nicht einfach. Die Tage im Camp sind lang. Bis in den Abend wird oft diskutiert und organisiert. Das dauert. Spannenderweise rechne ich gar nicht nach Stundensatz. So. Also die Vorstellung, das jetzt auszurechnen, so das, was ich dafür bekomme und das, die Stunden irgendwie aufzuschreiben, ich glaube, das wäre dann total die Logik, ne? Wie viel bekomme ich in der Stunde? So. Und das versuche ich irgendwie auch zu vermeiden, weil irgendwie
bin ich dann auch mit Herz dabei und ich bin überzeugt. Und das ist irgendwie auch mein Lohn, wenn man das so sehen will. Ja. Und schreibt, wie viel noch frei ist, oder? Viel Geld verdient sie dabei nicht. Die sollen halt dann zu den Kursleiterinnen gehen und fragen, ob es okay ist. Ja, genau. Also, okay. Dann haben wir es nicht auch aktualisiert. Ja. Cool. Und kannst du den Leuten... Ich würde sagen, warum ich das Ganze mache, ist natürlich, weil ich irgendwie da großen Idealismus irgendwie habe. Es geht, irgendwie steht das Geld jetzt irgendwie nicht so im Vordergrund. Natürlich brauche ich irgendwie Geld, um zu überleben und um meine Miete zu zahlen und essen und so weiter und so fort. Aber irgendwie das, was ich... Das Nicht-Materielle, was ich daraus ziehe, sind irgendwie dann freundschaftliche Bekanntschaften, tolle Erlebnisse. Beide brauchen nicht viel zum Leben. Charlotte trägt Second-Hand-Kleidung. Johannes macht ganz vieles selbst und spart so Geld. Ich kriege aus diesem 3-Tages-Job eigentlich genug Geld, um so um die Runden zu kommen und mache eben auch in der anderen Zeit dann viele Dinge, für die man sonst eben Geld bräuchte, halt selber. Also... Fahrrad reparieren mache ich nicht, lasse ich nicht reparieren, sondern mache ich selber, zum Beispiel. Im Ruhezelt machen Charlotte und Johannes eine kleine Pause. Oh. Ja. Kurz eine kleine Insel der Ruhe irgendwie genießen. Ja, du wusstest ja die ganze Zeit rum, gell? Mhm. Nichts hören und nichts sehen. Einfach nur da liegen. Das brauchen die beiden nach den letzten Tagen im Camp. Insgesamt bin ich 3 Wochen hier. Das ist anstrengend so und das kommt man auch an seine Grenzen, aber es ist super wichtig in diesem Team. Oder ich weiß ja, ich bin in einem guten Team und habe tolle Menschen, neue Menschen um mich herum, dass ich da auch aufgefangen werde, so wie jetzt, wo ich hier den Luxus genieße, dass Johannes einfach irgendwie da ist und sagt, komm mal raus und lass mal irgendwie 20 Minuten wohin gehen. Ich habe gedacht, dann ist zwar das ganze Geld weg, klar, aber man hat auf jeden Fall was dazugelernt. Und wir haben uns immer so ein Stück weit gedacht, wir haben dann auf jeden Fall einen Haufen Bier. Wie gut kann man denn derzeit oder können Sie schon derzeit davon leben? Nee, bisher können wir nicht davon leben. Also das muss schon alles noch ein bisschen größer werden, ein bisschen wachsen. Und es sind ja auch viele Sachen, die man irgendwie am Anfang investiert, weil man hatte ja nichts eigentlich. Wir hatten keinen Kühlschrank, wir hatten keinen Lieferwagen, wir hatten keinen Hubwagen, wir hatten kein Lager, gar nichts. Ein Auto, oder? 2. Genau, 3. Sehr schön. Hallo. Endlich, die zweite Käuferin kommt. Lieber ein Weißbier oder lieber ein Märzen? Noch kennt kaum einer die Trinkhalle, aber die Miete muss bezahlt werden. Weder die Bank noch die Eltern finanzieren sie. Ach, danke schön. Ciao. Ciao. Sie müssen einfach mehr Bier verkaufen. Heute sind sie bei Britt, in ihrem Laden Britts Cuisine. Hallo. Hallo. Hi. Wir sind vom Eulchenbier. Wir wollten dir mal was vorbeibringen. Ja, cool. Ich bin die Britt. Hi. Hi, Philipp. Schön, dass es so spontan geklappt hat. Hi. Wir haben dir auch gleich noch 2 Bier mitgebracht. Ja, cool, die sehen ja schick aus. Das ist unsere neue Sorte, das Weißbier. Das haben wir erst seit ein paar Wochen in der Flasche. Ach, cool. Passt das gerade oder können wir uns gerade einen Moment hinsetzen? Ja. Also das Weißbier ist eben ein relativ leichtes Bier. Also nicht wie ein klassisches Weißbier, sondern ein ganz leichtes Weißbier. Und ist eben dann nochmal Hopfen gestopft. Also sprich, ins fertige Bier ist nochmal Hopfen drin. Okay. Und dadurch... mal reinriechen. Das ist eben ganz fruchtig, hat so Zitrusnoten, das kommt eben durch den Hopfen. Britt ist eigentlich keine Biertrinkerin und noch etwas skeptisch. Schließlich kostet das Bier 3 €. Die persönliche Akquise von uns beiden ist wirklich super wichtig. Kann man eigentlich nur selbst machen. Also man kann das schwer irgendwie abgeben oder das Bier einfach irgendwo hinstellen in Markt oder sonst was. Wir müssen wirklich rumlaufen und sagen, so hier, wir zwei machen das Produkt. Britt kauft zwar, es reicht aber noch lange nicht. Philipp und Leon haben eine Idee, wie sie noch mehr Bier verkaufen. Mitten auf dem Mainzer Schlossplatz organisieren sie ein Bierfest. Auch hier machen sie wieder alles selbst. Das Fest muss gut laufen, denn sie haben viel Geld investiert. Noch ist keiner da. Wird das Fest ein Erfolg? Ja, Steffi Burkhardts Mission geht weiter.
Mit einem Vortrag für Führungskräfte. Die will sie überzeugen, dass Arbeiten heute anders geht. Verantwortungsdelegation. Und dann steht da so eine kleine Steffi. Wie muss ihr Job Sinn machen? Weil mit Sud koche ich nämlich nie. Das musst du machen. Jeden Mittag kochen und gemeinsam essen. Ist im Konzeptwerk in Leipzig, wo beide arbeiten, normal. Ein bisschen wie zu Hause. Ist es denn Arbeitszeit jetzt schon? Ja, also ich sehe diese Arbeit auf jeden Fall. Also das ist Einkaufen und so, das ist halt Reproduktionsarbeit, ne? Und das ist genauso Arbeitszeit. Ja. Ja. Warum kochen wir für alle? Gute Frage. Das war von Anfang an so. Ehrlich gesagt habe ich mir die Frage nie gestellt. Wir betrachten das vor allem auch als Teil unserer ganz normalen Arbeit, dass wir uns versorgen. Mhm. Da war dann, das ist so ein Hochprojekt. Das ist halt voll schön, einfach auch, sich diese Arbeit auch so zu teilen und irgendwie für alle zu kochen. Und dann sitzt man alle zusammen an einem Tisch oder sitzt halt, isst man irgendwie zusammen. Also man macht so ein Gemeinschaftsgefühl. Nee. So. Ja, den Knofi können wir jetzt rein. Ja. Kann ich machen. Weil dann Gemeinschaftsgefühl. Das ist mit das Wichtigste in Ihrem Unternehmen. Das ist so gut, das Olivenöl. Na dann. Light set. Yes. Wundervoll. Das Essen ist fertig. Vor 4 Jahren haben die ehemaligen Heidelberger Studenten das Konzeptwerk Neue Ökonomie gegründet. Heute haben sie ihr Büro in Leipzig und 15 Mitarbeiter. Wer hier mitarbeiten will, muss ins Team passen. Denn Arbeit ist hier auch Freundschaft. Wenn es jemand nicht gut geht, wird die Arbeit nebensächlich. Man kann auch mal eine Woche lang Pause machen. Einfach so, ohne Krankenschein oder Urlaubstage einzureichen. Dann übernehmen die anderen die Arbeit. Johannes hat das Konzeptwerk Neue Ökonomie mitbegründet. Im Büro sitzt er nicht so gerne, aber manchmal geht es nicht anders. Dort entwickelt er dann mit den anderen Konzepte für eine nachhaltige und soziale Wirtschaft. Und macht zum Beispiel Projekttage, an denen er mit Schülern auf einen Acker geht und zeigt, wie Gemüse gesund angebaut wird. Die Gruppe verzichtet komplett auf Hierarchien und damit auch auf einen Chef. Entscheidungen werden immer gemeinsam getroffen. Wir diskutieren normalerweise die Sachen so lang, bis alle keine schwerwiegenden Einwände mehr haben. Ich hab's so schwer geschafft. Zurück bei Johannes zu Hause, in seinem Bauwagen. Den hat er selbst gebaut. Johannes lebt von 800 Euro im Monat. An seinem Feierabend legt er nicht einfach die Beine hoch, sondern er repariert alte Handys für andere. Umsonst. Ihm ist es wichtig, dass nicht alles neu gekauft wird. Dass er damit und bei seiner eigentlichen Arbeit beim Konzeptwerk Neue Ökonomie nicht reich wird, ist ihm völlig klar. Nee, aber ich glaube, für jemand, der reich werden will, der ist bei uns auch nicht richtig aufgehoben. Igersheim, ein kleines Dorf in der Nähe von Heilbronn. Charlotte besucht ihre Eltern. Die Mutter hat zur Feier des Tages 3 Kuchen gebacken. Hier ist Charlotte groß geworden. Ihr Vater arbeitet als Maler, ihre Mutter ist Verkäuferin. Anna, die Schwester, arbeitet als Krankenpflegerin in Stuttgart, ganz in der Nähe ihrer Eltern. Kerzlein brennen, also lasst euch schmecken, haut rein. Über Charlottes Lebensentwurf diskutieren sie immer wieder mal in der Familie. Ja, es gab schon Streitgespräche. Ich war nicht dabei, aber was ich so gehört habe von dir. Weiß ich schon, was da war. Ja, also ich sehe das halt ein bisschen anders. Aber könnte Charlotte mehr machen aus ihrem Studium Politikwissenschaften? Und wie reichen ihr die 800 Euro, die sie vom Konzeptwerk bekommt? Ja, ich habe schon gedacht, das hat sie so viel studiert und gemacht. Ja, es könnte sie sich eigentlich wirklich einen tollen Job suchen.
Ja, aber sie will halt nicht und das akzeptiere ich einfach. Wenn sie sagt, sie will nicht, klar, von der Seite sage ich dann auch, das ist alles vielleicht für die Katz gewesen. Ne? Ja. Aber sie hat aber was in der Hand, sie kann was vorweisen von der Seite. Sie kann ja immer wieder vielleicht auch später zurückgehen. Geld ist nicht alles, meine ich. Ne? Das ist eigentlich ja. Schon. Man kann damit weniger auskommen und sich wohlfühlen dabei und ein freieres Leben haben und ein ja. Schöneres Leben halt. Ja? Also ohne den großen Stress und. Ja, und mit Kleinen kann man auch viel Freude haben dann, ne? Naja. Ja, klar. Ich möchte nicht drauf verzichten. Ja, okay. Ich möchte in Urlaub fahren und mir auch mal schöne Dinge leisten. Aber das ist halt meine Vorstellung genau. Vom Leben. Muss jeder selber wissen, wie er sein Leben gestalten möchte. Also, genau, ja. Ich möchte auf manche Dinge jetzt auch nicht verzichten. Zum Beispiel. Für dich wäre so ein Leben wie Charlotte nix. Weiß ich nicht. Habe ich nicht so drüber nachgedacht, aber eigentlich nicht, nee. Mm-mm. Für Charlotte ist das aber der richtige Weg. Sie will so arbeiten und leben, auch wenn nicht immer alle verstehen, warum sie das macht. Das saßen wir nicht an dem Tisch. Mainz Schlossplatz. Jetzt ein Anruf auf meiner Mailbox und dann antworte ich halt danach. Und seit ich das mache, finde ich, bin ich eigentlich auch viel konzentrierter und produktiver am Arbeiten. Und renne nicht immer allen Leuten hinterher, die irgendwie was von mir wollen. Ne? Anders arbeiten heißt für Steffi auch keine Hosenanzüge. Sie trägt am liebsten Jogginghose, auch im Büro. In meinem alten Job, da durfte ich das ja nicht. Da wurde mir dann auch schon mal gesagt, wenn ich ein Loch in der Hose hatte, von wegen, Frau Burka, das nächste Mal bitte irgendwie in einer anderen Hose. Oder da war halt klar, in so einem großen Konzern, wo die immer alle mit ihrem Anzug rumlaufen, muss man als Dame ja auch entsprechend immer schick. Und dann saß ich auf dem Stuhl und immer so irgendwie so total steif und dachte, oh, wie soll ich jetzt hier konzentriert irgendwie arbeiten? Und ich brauche das halt irgendwie, mich da so hinzusetzen und habe dann alles so um mich rum und meinen eigenen Schreibtisch und mit einer schönen Atmosphäre. Und dann fühle ich mich wohl und dann kann ich auch gut arbeiten. Steffi arbeitet auch ein paar Stunden in der Woche im Büro, bei Gedankentanken, einem Unternehmen in Köln, das Konzepte für Führungskräfte entwickelt. Dort gibt es viele Freiheiten für die Mitarbeiter, keine festen Arbeitszeiten. Doch nicht jeder kann so arbeiten. Also das ist ganz wichtig, wenn wir halt merken, es gibt Leute im Büro, die mit so viel Freiraum nicht umgehen können, dann werden die natürlich ein bisschen mehr an die Hand genommen, ein bisschen mehr Struktur denen gegeben. Und damit, dafür sind die aber auch dankbar. Steffi Burkhardt aber liebt und braucht das freie Arbeiten. Dafür hat sie ihren alten, sicheren Job in einem großen Unternehmen aufgegeben. Und für ihre jetzige Freiheit gekämpft. Ich habe es mir auch hart erarbeitet. Man muss echt den Hintern hochkriegen und was aus sich machen. Und auch immer wieder aus Niederlagen lernen. Und am Ball bleiben. Ich glaube, jeder hat sein Leben selbst in der Hand. Oder ist es nicht so? Die Pause ist vorbei. Claire Bamberg hat jetzt noch 2 Stunden OP vor sich. Dann muss sie gehen, wenn sie pünktlich ihr Kind abholen will. Sie will eben nicht nur Ärztin sein, sondern auch Mutter. Im Universitätsklinikum Tübingen hat man sich darauf eingestellt. Hier weiß man, wenn man nicht die Arbeitszeiten für junge Ärzte flexibler macht, bleiben die Bewerber aus. Junge Menschen wollen eben Planbarkeit, die wollen fest definierten Freiraum, fest definierte Ziele, auf die sie irgendwo auch privat hinarbeiten, eben nicht nur beruflich, so wie das früher war. Früher stand der Beruf ja im Vordergrund. Unsere Gesellschaft hat sich ja auch zu einer Freizeitgesellschaft gewandelt. Und da ist es natürlich extrem wichtig, dass wir diese Anstrengungen machen. Er ist voll verkabelt, es ist kurz vor 16 Uhr. Claire Bamberg erklärt dem Kollegen, wie die OP gelaufen ist. Er wird sie jetzt ablösen. Für sie ist der Arbeitstag dann vorbei. Was ist anders rüber, wenn ich sage, sie müssen das so machen? Dann sagen die natürlich, ja, pff, was willst du uns eigentlich sagen, du kleiner Hüpfer? Steffi hat eine Mission. Wird sie es schaffen, den älteren Geschäftsleuten beizubringen, wie Junge ticken und was sie wollen? Denn die junge Generation hat ihre ganz eigenen Wünsche an die Arbeit. Ihre Werte verschieben sich. Ein hohes Gehalt und Sicherheit stehen nicht an erster Stelle. Sie wollen lieber eine Arbeit, die Sinn macht. Außerdem wollen sie mitreden. Und das auf Augenhöhe. Auch mit dem Chef. Beim Klimacamp in Erkelenz haben Johannes und Charlotte viel Platz zum Mitreden. Sie entwickeln Strategien gegen den Klimawandel
und planen Demonstrationen. Achtung, Achtung, eine neue Ansage. Jetzt um 16 Uhr, there will be a second welcome plenary. Dann fangen wir als kleine Auflockerung, bevor wir irgendwie wieder nachdenken müssen und Aufgaben verteilen oder wie auch immer, mit einem ganz kleinen Energizer an. Charlotte ist für die Abläufe im Camp zuständig, hat ein offenes Ohr für Probleme. Ihre Gruppe trifft sich täglich. Wenn man die Bewegung falsch macht, dann ist man die Person, die als nächstes in der Mitte steht und die Leute dann. Der Spaß darf bei der Arbeit nicht fehlen. Sie wissen als Gruppe, eine gute Stimmung ist wichtig für ihre gemeinsame Arbeit. Was machen wir heute überhaupt? Erstmal so kurz mal in die Runde werfen, was irgendwie, ob es ein Bedürfnis auch gibt, irgendwie über was zu sprechen. Wir müssen uns mal überlegen, ob wir einen Weg finden, vielleicht auch Aufgaben besser abgeben zu können. Charlotte leitet die Runde. Entscheidungen werden auch hier nur gemeinsam getroffen. Nicht einfach. Die Tage im Camp sind lang. Bis in den Abend wird oft diskutiert und organisiert. Das dauert. Spannenderweise rechne ich gar nicht nach Stundensatz. So. Also die Vorstellung, das jetzt auszurechnen, so das, was ich dafür bekomme und das, die Stunden irgendwie aufzuschreiben, ich glaube, das wäre dann total die Logik, ne? Wie viel bekomme ich in der Stunde? So. Und das versuche ich irgendwie auch zu vermeiden, weil irgendwie bin ich dann auch mit Herz dabei und ich bin überzeugt und das ist irgendwie auch mein Lohn, wenn man das so sehen will. Ja. Schreibt, wie viel noch frei sind, oder? Viel Geld verdient sie dabei nicht. Die sollen halt dann zu den Kursleiterinnen gehen und fragen, ob es okay ist. Ja, genau. Also, okay, dann haben wir es nämlich auch aktualisiert. Ja. Cool. Und kannst du den Leuten... Ich würde sagen, warum ich das Ganze mache, ist natürlich, weil ich irgendwie da großen Idealismus irgendwie habe. Irgendwie steht das Geld jetzt irgendwie nicht so im Vordergrund. Natürlich brauche ich irgendwie Geld, um zu überleben und um meine Miete zu zahlen und essen und so weiter und so fort. Aber irgendwie das, was ich... Das Nicht-Materielle, was ich daraus ziehe, sind irgendwie dann freundschaftliche Bekanntschaften, tolle Erlebnisse. Das versuche ich irgendwie auch zu vermeiden, weil irgendwie bin ich dann auch mit Herz dabei und ich bin überzeugt und das ist irgendwie auch mein Lohn, wenn man das so sehen will. Ja. Schreibt, wie viel noch frei sind, oder? Viel Geld verdient sie dabei nicht. Die sollen halt dann zu den Kursleiterinnen gehen und fragen, ob es okay ist. Ja, genau. Also, okay, dann haben wir es auch aktualisiert. Ja. Cool. Und kannst du den Leuten... Ich würde sagen, warum ich das Ganze mache, ist natürlich, weil ich irgendwie da großen Idealismus irgendwie habe. Irgendwie steht das Geld jetzt irgendwie nicht so im Vordergrund. Natürlich brauche ich irgendwie Geld, um zu überleben und um meine Miete zu zahlen und essen und so weiter und so fort. Aber irgendwie das, was ich... Das Nicht-Materielle, was ich daraus ziehe, sind irgendwie dann freundschaftliche Bekanntschaften, tolle Erlebnisse. Beide brauchen nicht viel zum Leben. Charlotte trägt Secondhand-Kleidung. Johannes macht ganz vieles selbst und spart so Geld. Ich kriege aus diesem 3-Tages-Job eigentlich genug Geld, um so um die Runden zu kommen und mache eben auch in der anderen Zeit dann viele Dinge, für die man sonst eben Geld bräuchte, halt selber. Also... Fahrrad reparieren lasse ich nicht reparieren, sondern mache ich selber, zum Beispiel. Im Ruhezelt machen Charlotte und Johannes eine kleine Pause. Oh. Ja. Kurz eine kleine Insel der Ruhe irgendwie genießen. Ja, du wusstest ja die ganze Zeit rum, gell? Mhm. Nichts hören und nichts sehen. Einfach nur da liegen. Das brauchen die beiden nach den letzten Tagen im Camp. Insgesamt bin ich 3 Wochen hier. Das ist anstrengend so und das kommt man auch an seine Grenzen. Aber es ist super wichtig in diesem Team. Oder ich weiß ja, ich bin in einem guten Team und habe tolle Menschen, neue Menschen um mich herum. Dass ich da auch aufgefangen werde, so wie jetzt, wo ich hier den Luxus genieße, dass Johannes einfach irgendwie da ist und sagt, komm mal raus und lass mal irgendwie 20 Minuten wohin gehen. Selbstbestimmtes Arbeiten ist schön. Aber wer niemanden hat, der auch mal sagt, wann Feierabend ist, übertreibt schnell. Jedem, dem das freigestellt ist, der keinen geregelten Arbeitsablauf hat, fällt es schwer und er hat wahrscheinlich irgendwann mal eine Zeit, wo er das übertreibt und zu viel arbeitet. Und das hatte ich und deshalb habe ich mich dafür entschieden,
auf Dauer eigentlich nur noch 20 Stunden dieser Erwerbsarbeit nachzugehen, in der ich vor allem im Büro sitze und vom Computer sitze und Besprechungen habe und ansonsten andere Dinge mache, die mir mehr Energie geben. Das ist wild, gell? Vor allem Energie geben Johannes auch Kinder. Aber mit der geht's auch. Anders geht. Verantwortungsdelegation. Und dann steht da so eine kleine Steffi auf der Bühne und dann hast du solche erfahrene Leute. Das ist schon immer spannend. Die 29-Jährige hat einen vollen Terminkalender. Große Unternehmen fragen Steffi Burkhardt an, zum Beispiel Daimler oder heute die Kassenärztliche Vereinigung. In ihrem Vortrag sagt sie deutlich, was die jungen Mitarbeiter an den älteren Chefs stört. Im Umkehrschluss ist es aber auch für meine Generation durchaus anstrengend, schwierig und nervig, mit Führungskräften zusammenzuarbeiten, die meinen, immer Recht haben zu müssen, die aufgrund ihres heranwachsenden Alters irgendwo die Risikobereitschaft und den Mut auch irgendwo verlieren. Und auch Führungskräfte, die sich schwer damit tun, meiner Generation auch irgendwo mal ein bisschen Verantwortung abzugeben. So. Ich weiß nicht, ob jemand Ihnen schon gesagt hat, Sie haben einen Schreibfehler da. Echt? Das ewige Überzeugen ist anstrengend. Ja, ich bin auch dann natürlich fertig. Also bin dann auch froh, wenn es zu Ende ist. Weil das ist halt natürlich schon anstrengend, wenn man dann die ganze Zeit online ist, wenn man einen Vortrag macht. Dann sind noch Pausen, dann muss man wieder hochfahren, muss man eine Gruppe dabei halten, 40 Leute. Ne? Zu Hause in Köln kann sich Steffi Burkhardt ihre Zeit frei einteilen. Ich versuche halt, Arbeit und Freizeit so miteinander zu verknüpfen. Ich arbeite verhältnismäßig viel, ich arbeite auch manchmal 7 Tage die Woche was. Aber wenn ich keinen Bock habe, dann sage ich, dann mache ich jetzt halt mal schon ein paar Stunden nichts. Kommt auch mal vor. Im Moment arbeitet Steffi Burkhardt aber ziemlich viel. Ihr neues Buch muss fertig werden. Gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin Laura sucht sie heute die Bilder dafür aus. Das Buch ist über die junge Generation und die Arbeitswelt. Es ist schon ihr zweites Buch zu diesem Thema. Ich kann ja meine Mama mal fragen, ob die. 60 Stunden Wochen gehören für Steffi Burkhardt dazu. Wann sie aber arbeitet, bestimmt sie selbst. Am liebsten zu Hause. Weiter geht es am Computer, Feinschliff am Buch. Anrufe nimmt sie dann nicht an, weil sie nicht unterbrochen werden will. Ne, es gibt ja Leute, die sagen, man muss rund um die Uhr immer telefonisch erreichbar sein und vor allem auch auf dem Job, dass man irgendwie, wenn man 8 Stunden im Büro sitzt, 8 Stunden immer erreichbar ist, mache ich nicht. Also ich sammle auch einfach mal einen halben Tag die ganzen Anrufe auf meiner Mailbox und dann antworte ich halt danach. Normalerweise arbeitet sie 8 bis 10 Stunden am Tag und das auch am Wochenende. Damit sie im OP so konzentriert sein kann, braucht sie Pausen. 24 Stunden am Tag, das ist hart. Ich glaube, das schafft man nicht. Das ist einfach zu belastend. Man trägt ja schon eine große Verantwortung die ganze Zeit. Und das schafft man nicht 24 Stunden am Stück. Claire Bambergs Chef hat noch ganz andere Zeiten miterlebt. Wir haben damals, als ich angefangen habe, im Prinzip gearbeitet, so lange, bis die Arbeit getan war, und sind dann spät abends nach Hause gegangen. Das war normal und das war Standard. Chefarzt Peter Rosenberger kann trotzdem verstehen, dass junge Ärzte wie Claire Bamberg das nicht mehr wollen. Ewig lange Schichten, kein Feierabend, keine Mittagspause. Doch wie geht es anders in einer Klinik, wenn es nicht mehr Personal gibt als früher? Große Unternehmen müssen sich attraktiv machen für junge Arbeitskräfte. Bosch zum Beispiel bietet über 100 verschiedene Arbeitsmodelle an und hat einen neuen Standort gebaut, den Forschungscampus in Renningen. Heidi Stock ist die Expertin für Arbeitskultur bei Bosch.
Heute schaut sie sich zum ersten Mal den neuen Campus an. Wir ermöglichen hier Arbeiten, wo immer Sie arbeiten wollen. Das heißt im Eingangsbereich draußen auf dem Campus. Wir haben auch draußen Kommunikationszonen im Freien. Aber wir haben auch die Büros hier vollkommen anders gestaltet, als das früher üblich war bei Bosch. Zum Beispiel die sogenannte Plattform 12. Möbel haben Rollen. Nichts ist fest. Auch Heidi Stock muss sich erst an den Raum gewöhnen und erkundigt sich bei der Raumplanerin. Wenn man das auf den ersten Blick sieht, erstmal, wo kommt das alles her? Ist das von der Bühne oder Requisiten richtig, oder sonst viele irgendwas? Auch, und was hat das dann auch zu tun, ja, mit wirklicher Forschung für Technik? Die verrückte Einrichtung soll noch kreativer machen, lernt Heidi Stock. Die Mitarbeiter können hier völlig frei ihre Ideen entwickeln. Da gibt es den Ideenraum, den Ruheraum und überall Ecken, um sich zurückzuziehen. Auch in den Arbeitszeiten ist Bosch flexibler geworden. Mitarbeiter können sich Jobs teilen, von zu Hause aus arbeiten oder auch mal zwischendrin Pause machen. Ja, dann gehen wir doch mal weiter. Das Ergebnis zählt und nicht, wie lange man da ist. Abgesetzt und so weiter, das sind alles Sachen, die muss man dann eben vor der Abfüllung noch mal überprüfen. Oder dann könnte man noch mal sagen, so, nee, das Bier braucht noch mal eine Woche, es braucht noch mal zwei Wochen. Zum Bierbrauen kamen Philipp und Leon während ihrer Abschlussarbeit für die Uni. Wir waren beides jetzt keine klassischen Biertrinker, die leidenschaftlich gerne Bier getrunken haben und sich gedacht haben, oh, jetzt machen wir mal ein eigenes Bier, sondern wirklich, es ist alles aus unserer Abschlussarbeit auch gewachsen und wir sind wirklich jeden Tag ein Stück mehr zum Bierliebhaber geworden. Um ihr Bier abfüllen zu lassen, haben sie diese kleine Abfüllanlage in Bayern gemietet. Da kostet jede Stunde viel Geld. Geld, das sie sich selbst zusammengespart haben. Für ihre eigene Biermarke. Es ist uns auch wichtig, dass es unser Produkt ist und unser eigenes Bier und so weiter. Das würde anders eigentlich gar nicht gehen, dass da jetzt irgendwas gemacht wird und wir wüssten nicht, was da gemacht wird. Oder das wäre nicht so, wie wir das jetzt gerne hätten. Deswegen sind sie bei jedem Schritt dabei. Wir könnten den ganzen Tag besoffen sein, aber man trinkt dann gar nicht so viel. Also mir passiert es oft, dass ich zu Hause bin und dann hätte ich mal Lust auf ein Bier, dann steht im eigenen Kühlschrank keins. Also man hat dann in der Trinkhalle, im Lager, überall steht Bier rum und man verkauft den ganzen Tag Bier und kaltes Bier und hat es in der Hand. Aber wenn man dann abends nach Hause kommt, ist im Kühlschrank kein eigenes Bier zu finden. Bierbrauen klingt gut, ist aber nicht nur Spaß. Man muss halt wirklich auch Verantwortung übernehmen und man kann dann nicht an einem Tag sagen, wenn man irgendwie keine Lust hat, so, jetzt ist es mir egal, sondern man muss wirklich dahinter sein. Aber der eigene Ansporn eigentlich, dass es auch wirklich 100% alles klappt, lässt einen da auch gar keine Zweifel aufkommen. Die Entscheidung nach der Uni gegen einen sicheren Job in einer Firma bedeutet für beide jeden Tag ein hohes finanzielles Risiko. 10.000 Flaschen Eulchenbier sind abgefüllt und müssen jetzt verkauft werden. Doch will das überhaupt jemand? Dafür arbeiten beide momentan viel. Nee, Feierabend ist noch nicht ganz. Ich glaube, wir sind noch ein paar Stunden beschäftigt heute. Ja, das war der erste Part für heute auf jeden Fall. Jetzt müssen sie ihr Bier verkaufen. In einem alten Kiosk in Mainz. Der stand jahrelang leer und war völlig runtergekommen. Philipp und Leon haben ihn komplett renoviert. Jetzt sollen Leute hierher kommen und ihr Bier kaufen. Auf einmal ruft mein Chef von hinten: Frau Burkhardt, bitte den Handlauf benutzen.